Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Donnerstag, den 27.04.2023. Und unser DAX hat jetzt eine tiefere Übung gemacht zum Mittwoch. Hat sich hier wirklich nochmal ein gutes Stück nach unten geseilt, auch unter die Tiefs der Vorwoche. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Quatsch erzähle. Freitag. Doch, ja, dann passt es. Also auch unter das Tief der Vorwoche. Ist allerdings von dort auch ziemlich zügig wieder nach oben gerannt gekommen. Sowas ist immer ein bisschen, ja, es ist oben wie unten immer wieder kleines Achtungssignal. Guck mal, das war das letzte Tief. Da ein paar Punkte nur drunter. Das letzte Tief lag bei 15.706. Der hat es nun unterboten am Mittwoch mit einem Tief auf 15.695. Das ist dann damit auch wirklich sehr, sehr, sehr knapp. Und auch unmittelbar direkt richtig V-mäßig nach oben ausgekontert, also eigentlich auch die komplette Schwäche direkt rausgenommen, muss man schon sagen. Es war ein harter Konter, also wirklich ein scharfer Konter auch, der eigentlich dafür spricht, dass der Markt nicht unbedingt bereit ist, unten rauszulaufen. Aber er hat eben auch keine Anschlusskäufe gefunden. Also insbesondere ab dem Niveau hätte er eigentlich oberhalb einer 800 dann durchaus wieder Potenzial gehabt, zügig zur 900 zurückzugehen und dann eben auch mal durchzurennen. Hat aber nicht gemacht. Und das kann jetzt darauf hindeuten, dass vielleicht noch ein Tief kommt, dass noch eins fehlt, das am Donnerstag nochmal nachsetzt. Oder er halt wirklich jetzt einfach oben Schlussstrich macht und hier wegkippt. Aber für ein Wegkippen brauchen wir auch ein ganz klares Unterbieten der vorherigen Tiefs. Und dann muss er sich drunter halten und Verkäufer finden. Wenn er Verkäufer findet auf neuen Tiefs, dann wäre das ein Zeichen, hier dreht es jetzt weg, hier kippt es jetzt durch. Den ersten Schritt hat er schon mal getan, er hat die 800 rausgenommen. Ja, das ist schon mal wichtig für den Weg nach unten. Und jetzt geht es halt ums Vorwochentief hier, aus der Nummer nicht einen Seitwärtsrange zu bauen, sondern eben auch zu unterbieten. Und eben genau das würde ich jetzt zum Donnerstag erwarten, dass das nicht klappt. Also meine Erwartungshaltung für den Donnerstag wäre tatsächlich, dass es sich jetzt hier vielleicht nochmal ein bisschen runterschiebt. Vielleicht auf eine 15.665 bis 15.600. Das wäre mir eigentlich so, die Zone fände ich recht attraktiv. Ne? 15.665 bis 600, auch wenn das jetzt für euch vielleicht ein bisschen breiter gesteckt klingt, ich erkläre gleich, wie ich es nutzen würde, dann ist es ohnehin egal, ob 6.65 oder 600 ist oder 5.60 oder wie. Aber wenn der DAX sich hier runterwirft und er haut uns hier unten auf den Donnerstag eine grüne Stundenkerze rein, dann wäre das für mich eine Stelle, wo ich durchaus mal einen Long probieren würde. Weil er vermutlich von dort hier einen ganzen Meter wieder rüber nach oben zurückkommt. Und das kann von unten kommen, dann sogar bis 15.830 wahrscheinlich im ersten Move. Dann nochmal ein bisschen tiefer zurück und Freitag wirklich nochmal hier fast an die Vorwochenhochs oben ran. Das kann der machen. Das ist ein üblicher Wochenzyklusablauf für den DAX und auch ein oft gesehenes Pattern, was er über die Woche ausspielt, dass er dann halt wirklich über einen Donnerstagswochentief die Wochenkerze am Freitag wieder auf grün stellt. Das ist ganz, ganz, ganz oft im DAX zu sehen, aber es gibt auch keine Garantie, dass es so kommt. Es ist so wie mit allem, was man statistisch irgendwo ein bisschen zur technischen Analyse, zur Auswertung nutzen kann. Das sind immer Sachen, die erhöhen uns etwas eine Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Szenario, aber geben uns niemals eine Garantie, dass das zu 100% eintritt. Ja, und deswegen würde ich auch klar mit einem Stop-Loss arbeiten. In dem konkreten Falle, wenn ich hier einfach meinen Long hier unten reinsetze, den Stop-Loss dann ein bisschen unter die Stundenkerze abzuparken. Und wenn ich dann ausgeschöpft werde, dann ist das Szenario nicht angelaufen, nicht so, wie ich es haben will. Und dann ist fertig. Dann trade ich am nächsten Tag ein anderes oder an dem Tag noch ein anderes, je nachdem, wie es sich der Markt gibt. Aber ich bestehe nicht darauf, dass es zu 100% eintreffen muss. Ja, sondern ich setze einfach ein gewisses Risiko auf ein Szenario, was mit erhöhter Wahrscheinlichkeit klappen könnte. Ja, ohne dass ich es weiß, ohne dass ich vorhersehen kann und die Zukunft kenne. Sondern einfach sage, okay, aus statistischer Gegebenheit oder wie auch immer, aus Gewohnheit unseres DAXes, ne, das sind ja Sachen, die macht er einfach immer wieder und sehr oft. Und dann kann man das traden, solange der Markt eben in diesem Szenario läuft oder eben nicht so. Und das wäre halt, wie gesagt, ganz typisch. Sollte der aber hier keine grünen Stundenkerzen geben, sondern nur rote werfen und wirklich eine nach der anderen oder eine grüne direkt auskontern und das tiefer nur bieten, ja, das wären dann alle Signale dafür, dass er tiefer will, deutlich tiefer. Und dann kann das durchaus auf eine 5,60 hinauslaufen
Oder eben dann eben im fortgeschrittenen Stadium über die nächste Woche und den Freitag bis in die 5, bis in die 360, 350 rein hier und eben auch hier unten die 130. Das sind die beiden primären Ziele, wenn die Bude hier umkippt. Fürs Erste, ja, das sind die ersten beiden großen Anlaufstationen und all diejenigen, die hier Shorts irgendwo drin haben, beispielsweise mit Stop-Loss hier oben drüber, wenn der nach unten durchtriggert, das wären die Ziele. Die kriegt man dann auch. Ne, wenn er denn wirklich das auch annimmt, wenn er das so wirklich annimmt. So richtig umgekippt ist er noch nicht und noch in einem Abwärtstrend ist er auch noch nicht. Ne? Auch wenn es vielleicht oder innerhalb der Woche einer ist, aber dafür ist es ja korrektiv. Ne? Ist viel zu stark immer wieder zurückgekommen, viel zu viel Kaufkraft noch in der Abwärtsbewegung zu sehen. Das ist eigentlich oft ein Zeichen, dass auch nochmal ein Schub nach oben kommt, sowas wie hier. Ne? Wäre jetzt üblich und das könnte beispielsweise aus einem neuen Donnerstagstief halt auch wirklich gut rauszünden. Und in dem Moment, wo der wieder über 800 an 830 geht, egal wo und wo unten, würde er für mich immer wieder direkt wieder einen 900 als Ziel holen, 940 als Ziel holen, 16.000, 16.20, 16.100, 16.200. Ja, also in dem Moment, wo oberhalb von 800 rumfummelt, würde ich eher immer wieder langsuchen, egal wo der steht. Ja, das bleibt die nächsten Tage auch unverändert. Ja, und auch egal, wie oft er dann trotzdem bloß bis 900 schafft und wieder umdreht. Oberhalb von 15.800 für mich das positives Chartumfeld, klare Lage nach oben und würde die Schlong suchen. Aber hier jetzt zum Donnerstag könnte ich mir das nochmal vorstellen. Und wie gesagt, sollte uns versinken. Ich würde jetzt nicht Long gehen, wenn er einfach nur fällt. Das wäre für mich kein Einstiegskriterium, um eine Long-Position gegen die fallende Bewegung zu machen, sondern ich will wirklich unten dann eine schöne grüne Stundenkerze sehen, dass er einfach zeigt, okay, er bremst jetzt die Bewegung aus, er dreht sich um. Und dann würde ich verfolgen, eine Aufwärtsbewegung. Oder versuchen, auf Aufwärtsbewegung zu folgen. Ansonsten ist natürlich eine rote Stundenkerze nach der anderen eher eine Shortvorlage, Intraday vor allen Dingen, ja. Also das nicht falsch verstehen, ja. Wenn ich sage, ich will da unten long gehen, heißt das nicht, dass ich mich gegen irgendwelche roten Kerzen ins fallende Messer stelle. Nein, 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 nein. So ist es nicht gemeint. Ne? Gut, okay. Also Ziele unten sind klar für den Fall, er rennt uns durch, er dreht uns nicht um. Die Ziele sind klar, wenn er wieder nur ein neues Tief nach oben zerrt. Auch der Bereich ist klar, in dem das Sinn machen würde. Die Bereiche oben haben wir definiert, Ziele oben haben wir definiert und von daher haben wir eigentlich alles durch, was hier wichtig und zu beachten wäre. Und von daher würde ich sagen, machen wir einfach zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.